Willkommen zurück zu Black Mirror 3. Es geht weiter, Freunde. Ja, endlich geht es weiter. Hier liegt der gute Phil. Und noch irgendwas sollen wir mit dem Guten machen. Wahrscheinlich fesseln oder sonst wie was, um eventuell Informationen zu bekommen oder was weiß ich. Aber wir wissen noch nicht genau, wie wir das machen. Ist ja auch kein Wunder, denn wir haben ein totschlagendes Inventar hier. Mit allerlei Dingen, aber so richtig das Wahre haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Ich werde es jetzt einfach so machen, dass ich, um jetzt wieder reinzukommen, erstmal ganz gemütlich suchen werde. Und ihr jedoch bekommt einen kleinen Cut, wann es denn hier, ja, mal wieder weitergeht. So sieht's aus. Moment mal, das leuchtet ja. Nein. Das hat er nicht verdient. Aha, dafür bist du jetzt dahin gelatscht. Nein, das hat er nicht verdient. Man könnte ihn ja wenigstens damit bedrohen. Nein, das hat er nicht verdient. Ach, Darren, du gut Mensch. Brief an Phil. Und damit konfrontieren. Ihm mit der Flasche eins überhauen. Tut bestimmt voll weh. Ja, Inventar, ich hasse dich auch. Beweisfotos machen. Ich brauche kein Foto von Phil und ich möchte auch keins. Okay. Bleistift in der Bobbes. Nein, danke. Von der Vision in der Gefängniszelle ist mir immer noch übel. Ja. Schön, dass er so viel kommentiert, aber es bringt mir halt nichts. Nein, das hat er nicht verdient. Du sollst ihn auch nur bedrohen. Machst ja nichts in der Hinsicht. Nein, das hat er nicht verdient. Ich entscheide, was er verdient hat, was nicht. Fessle ihn damit. Ach, da liegt Tesa-Papier, damit könntest du ihn so schön fesseln. Du machst nichts. Darren, du machst nichts. Bist so doof. So doof, dass es brummt. Mach die Leinwand wieder weg. Ich kann sie nicht mehr sehen. Da ist halt nix. Das leuchtet bei dieser Botschaft. Ich möchte das nicht verbrennen. Okay, wartet mal. Das gehen wir jetzt durch. Wo leuchtet es noch? Da macht das nicht, das weiß ich. Moment, bei der Muni. Damit es in meiner Hand explodiert? Nein, danke. Ah, ich glaube... Jetzt, warte mal, kann ich das mit dem? Nee, schade. Er hat ja gemeint, Filter los. Da hätten wir so ein bisschen Zeit. Vielleicht kann ich da was basteln. Nee. Mit dem Skalpell bekomme ich die Munition nicht auf. So etwas wie eine Zange wäre gut. Okay, er will die Munition also aufbekommen. Will sich da wahrscheinlich irgendwie so eine kleine Bombe basteln oder so. Keine Ahnung. Aber ich habe nicht sowas wie eine Zange. Wenn es mit dem Skalpell nicht geht, dann habe ich nicht das Richtige dabei. Fürchte ich. Warte mal, vielleicht können wir... Ich hasse dieses Inventar. Jetzt scroll doch bitte nach rechts. So. Nee, zerschnippeln kann ich die auch nicht. Würde ja auch keinen Sinn machen. Für was denn? Muss doch irgendwas gehen. Meine eigenen Medikamente. Ach, das ist doch Bullshit. Jo Leute, es hat ein bisschen gedauert, ihr habt es ja gesehen eventuell, dass ich da noch rumprobiert habe. Wir haben uns zu sehr auf Phil selbst fokussiert größtenteils, denn ja, mit Phil selbst müssen wir ja gar nichts tun, wir haben ja den Schlüssel. Und warum benutzen wir denn den Schlüssel nicht einfach mit der verdammten Kellertür? Irgendwie, ja, was soll ich dazu sagen? Den bin ich erstmal los.
Gerade noch rechtzeitig. Du mieses Stück Dreck! Ja. Ich werde dich fertig machen! Man hört ihn. Okay, er schreit jetzt die ganze Zeit. Das soll uns nicht weiter stören. Ist echt ärgerlich, dass es letztendlich sowas Einfaches ist. Okay, die Schlüssel habe ich immer noch. Aber gut, dann können wir uns ja jetzt endlich hier für den Rest widmen. Gucken wir uns doch jetzt nochmal den Computer an. Vielleicht will er ja jetzt was dran machen. Und damit meine ich nicht Computer spielen. Aha, sehr gut. Endlich geht's weiter. Oh mein Gott. Gut, für euch waren das jetzt nur ein paar Sekunden, aber für mich war das jetzt echt wieder... Ach, war ja klar. Ich brauche das BIOS-Passwort. Okay, alles klar. Wir haben ja... Jetzt hat er mich hier gleich reingehauen hier. Ja, ein klassisches BIOS hier. Ich sehe es schon. Okay, das Passwort. Wir haben ja dieses Post-ID bekommen, wo dieses... was stand da? Dürfte ich mir das nochmal angucken? Das soll ja ein Wort wahrscheinlich, ach, lasst mich doch hier nochmal raus, Leute. Escape oder so? Ja, meinetwegen. Denk nach, Darren, denk nach. Was könnte Phil als Passwort benutzt haben? So, wir gehen mal hier hin. Gucken uns das nochmal an. Hier steht Irgue. Der Rest ist leider nicht mehr lesbar. Da scheinen ja am Anfang Buchstaben zu fehlen. Gur, Morgur vielleicht, weil das heißt doch was, ich meine Englisch, aber ich glaube Morgur oder wie das ausgesprochen wird, also Morgue, das ist glaube ich das Leichenschauhaus oder so ähnlich. Oder... Ja, wir probieren einfach mal. Das ist das Einzige, ansonsten... Nee, das ist das einzige sinnvolle Wort, finde ich. Ansonsten ist ein englisches Wort, das ich nicht kenne. Und dann haben wir ein richtiges Problem. Aber dann würde ich nachgucken, das wäre mir dann viel zu blöd. Wo haben wir es denn jetzt hier? Was ist das für eine Tastatur? Die ist ja alphabetisch geordnet. Das gibt es ja im Leben nicht hier. Na gut. Okay, man sieht's nicht. Okay, da muss ich aufpassen. O. R. G. U. E. Bitte lass es das sein. Ist das jetzt. Morg. Das war das richtige Passwort. Dann schauen wir mal, was sich mit dem PC hier so anstellen lässt. Das klingt interessant. Unlock Exe. Starten wir das mal. Eins für Kellertür. Nee, lieber nicht. Zwei für Lager. Lager? Das nehme ich. Das kam aus Richtung des Schranks. Okay, dann ist jetzt das Geheimfach offen. Oder? Hier hat etwas geklackt. Mal schauen. Da war eine Art elektronisches Schloss dran, das sich fernsteuern lässt. Anscheinend ist das hier Phils Schatzkammer. Aha, das Inventar wird noch mehr zugemüllt. Eine Liste mit Geldbeträgen. Aha. Die Bücherschnalle 200 Pfund, die Fremde 500 Pfund, der vorlaute Ami 100 Pfund, 2500 Pfund, 300 Pfund. Und hier auch wieder mit Murray signiert, zumindest beim ersten und beim dritten. Die Bücherschnalle, die Fremde. Okay. Ich glaube, mit Ami bin ich gemeint. Klar. Was soll das sein? So eine Art Kopfgeld? Hat mich Phil deshalb eingesperrt, weil er Geld dafür bekommt? Hinter den Geldbeträgen steht jeweils ein M und ein Haken. Außer bei der Fremden. Und was haben wir hier? Betamax-Videokassetten. Seltsames Format. Was steht hier? Ralph? Sommer 1990? Sind das Urlaubsvideos von Ralph? Bevor er verrückt wurde? Oder, hä?
Aber warum wurden sie hier versteckt? Was gibt es hier denn noch? James, August bis Oktober 1979. Und noch ältere, aber auch neueren Datums. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich nehme mir nur die Ralph-Kassette mit. Ich will wissen, was da drauf ist. Da bin ich jetzt aber auch mal neugierig. Ist das vielleicht die Zeit, wo er noch eingesperrt war? Oder sogar die Zeit davor? Das müssen wir uns unbedingt jetzt angucken. Ich hoffe, das läuft auf dem Fernsehgerät. Ach komm, bitte, Invent Heights. Muck doch nicht ständig und lass mich doch scrollen. Das ist das absolute Graus hier. Und dann geht's wieder weg, wenn ich angekommen bin. Oh. Eine Betamax-Videokassette von Ralph im Sommer 1977. Was er da wohl gemacht hat? Das werden wir jetzt erfahren. Interessantes Format, dieses Betamax, hatte ich nie. So, ja, es passt. Scheint ist das so ein Kombigerät, wo man das gleich in den Fernseher steckt. Hier ist auch ein Betamax-Rekorder angeschlossen. Dann wollen wir doch mal sehen, was auf der Videokassette drauf ist. Jetzt wird's spannend. Was ist das? Da sitzt Ralph. Gefesselt auf einen Stuhl. Das ist... Ich will's sehen. Hier im Keller. Was war... Das ist ein Foltervideo. Mehr muss ich nicht sehen. Ich will gar nicht wissen, was auf den anderen Videos noch drauf ist. Okay, aber von der damaligen Zeit oder aktuell jetzt? Hochinteressant. Schade, dass wir davon jetzt nichts gesehen haben. Okay, gut, wir haben also das mit der Kassette gemacht. Hier haben wir die Liste mit Geldeingängen. Natürlich macht das Phil nicht einfach so aus einem, ne, weil ihm langweilig ist. Er kriegt natürlich Geld davon. Und dass der eine Auftraggeber bei uns Murray ist, das haben wir ja schon durch den anderen Brief erfahren. Kann ich noch was machen? Ansonsten ist hier nichts Interessantes mehr drauf. Alles klar. Gut, ich denke, dann können wir hoffentlich gehen. Endlich raus hier. Oh mein Gott. Ja, genau, hier haben wir auch nochmal, wo auch noch ein paar Buchstaben fehlen, aber gut, soweit so gut. Wir sind wieder draußen, da draußen kennen wir uns ja aus. Wir sollten vielleicht nochmal gucken, können wir das Auto vielleicht ein bisschen sabotieren, damit er uns nicht gleich nachgewiesen kommt? Das Auto scheint wieder zu funktionieren. Ja, sollten wir das nicht ändern? Nur durch Schlüssel können wir mit dem Auto rumfahren, das wäre geil. Das würde mir viel Lauferei ersparen, aber mein Führerschein liegt noch auf der Polizeistation. Och, ernsthaft? Von daher wäre es nicht unbedingt die beste Idee, mit einem geklauten Auto durch Willow Creek zu cruisen. Ja gut, es ist geklaut, aber angesichts der Umstände hätte ich das gemacht. Ganz ehrlich. Ist besser, als wenn dir der Typ dann irgendwie noch nachkommt. Aber sind wir mal ehrlich, wie soll denn der da unten rauskommen ohne Hilfe? Ich hoffe, ihm wird nicht geholfen. Oh Gott, es ist übrigens Nacht, Leute. Wir sind wieder hier draußen unterwegs. Ein Müllcontainer mit einem Schloss dran. Könnte ein Schutz vor wilden Tieren sein oder vor neugierigen Augen. Jetzt haben wir ja Schlüssel. Mal gucken, ob wir es aufbekommen. Mal sehen, ob Phil auch einen Schlüssel hierfür hat. Na, wer sagt's denn? Der hier ist es. Puh, nur ein Haufen Asche. Keine Leichen. Jedenfalls nicht in der üblichen Form. Und da steckt noch was anderes. Aha. Aha, eine kleine Papprolle. Die muss Phil erst vor kurzem entsorgt haben. Sieht eigentlich ganz nützlich aus. Eine Papprolle. Wofür auch immer, aber wir nehmen es natürlich... Und was haben wir hier? Ein gusseisernes M. Ich vermute, das stammt ursprünglich vom Schriftzug über der Haustür. Ja, toll. Willst du es da jetzt anbringen oder warum nimmst du den Scheiß mit? Okay, jetzt haben wir halt ein M. Hat nicht jeder. Ich meine, andere haben auch ein Inventar, das sich nicht scrollen lässt. Das ist noch toller. Ein gusseisernes M. Das fehlte mir noch in der Sammlung. Ist das jetzt dein Ernst? Kannst du das da anbringen? Wahrscheinlich nicht. Yep.
Das M gehörte definitiv einmal dorthin. Toll. Schön, dass wir das geklärt haben. Eine kleine Papprolle. Vermutlich war das mal eine Rolle Klebeband oder Draht. Klebeband oder Draht. Da klingelt aber gerade nichts bei mir, wofür ich das brauche. Moment mal, wir haben was vergessen, Leute. Gut, dass ich noch zurück kann. Die Diskette. Vielleicht will er ja jetzt spielen. Oder vielleicht ist da ja noch was anderes drauf. Das wäre jetzt blöd gewesen, wenn ich das vergessen hätte. Inventar des Todes. Oh, ist das anstrengend. Ey, ihr glaubt es nicht. So. Tatsächlich, da macht er was. Wow, im Ernst jetzt? Haben wir hier ein Minispiel? Das wäre ja Ultra Space Attack. Hit any to continue? Okay, probieren wir es. Ist das euer Ernst? Wie geil ist das denn? Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Warte mal, was kann ich machen? Kann ich irgendwie schießen? Ich kann vorwärts. Habe ich ein Ziel? Muss ich irgendwie schießen können, oder? Oh mein Gott. Das ist ja jetzt mal eine Überraschung. Also, Game Over, wow, wegen einem Treffer. Was steht da? Ach, meine Score. Moment mal, aber ich muss doch irgendwie schießen können. Das will ich jetzt wissen. Wenn es einen Score gibt, dann muss da doch was gehen. Lass uns nochmal probieren. Also, da ging nicht. Warte mal, kann ich es mit der Maus steuern? Nee. Ah, ich muss doch nur die blödste Schusswaffe finden. Garantiert. Gibt's aber nicht. So, das gängige Zeug habe ich schon gedrückt. Darf mich ja von nichts treffen lassen, nehme ich mal stark an. Jetzt kommt das hier. Den weiche ich mal aus. So. Hm. Wenn man nicht schießen kann, ist das ein bisschen blöd, ne? So, Steuerung. Alt geht nicht. Das geht nicht. E, W. WASD geht übrigens auch nicht. Das Numpad geht nicht. Es gehen nur die Pfeiltasten. Wie mache ich hier? Oder muss ich diese... Vielleicht muss ich ja doch was sammeln. Also die Dinger muss ich schon mal nicht sammeln. Was hast du bedeuten, wenn ich da jetzt... Nee, hat's nicht. Okay. Vielleicht muss ich diese Sternchen sammeln, die da noch gleich dazukommen. Das sind vielleicht Items. Diese Sternchen hier. Nein, sind sie nicht. Verdammt. Ja, Mensch, man muss doch schießen können, wenn sie schon so ein Spiel einbauen. Gibt es ja keine Gebrauchsanleitung. Ich finde es ja cool, dass sie sowas eingebaut haben, aber wie zum Teufel schieße ich? Enter geht nicht. Was könnte es noch sein? Shift da drüben geht auch nicht. Q, E geht nicht. Back geht nicht. Tab geht nicht. Muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen die Aufnahme beende, wenn ich da die Tasten rumdrücke. Ja, keine Ahnung. Das ist natürlich schade. Es ist also, ist jetzt auch kein Minispiel, das mich jetzt unbedingt reizen würde, dass ich das schaffe. Aber wenn ich hier die Maustasten drücke, nee, passiert auch nichts, okay. Aber, und die Steinchen darf ich auch nicht sammeln, oder? Nee, da komme ich gar nicht durch. Und ein Ziel gibt es auch nicht. Ich muss es irgendwie abschießen können, das ist ja wohl klar. Wow, wie schnell ich eigentlich bin. Okay, nee, so macht das halt keinen Sinn. Wenn man nicht die Taste zum Schießen... Was? Ich drücke jetzt alles nochmal durch, ist mir egal. Ich will schießen in dem Scheißspiel. Moment, ich drücke jetzt hier... Oh, oh, was habe ich jetzt gemacht? Spiel? Hallo? Ich glaube, ich habe die Pause des Spiels gefunden. Hallo, hallo, hallo? Also anscheinend gibt es ein Pause-Screen. Ich glaube, der PC hat sich abgestürzt. Ich hoffe, also der PC, hoffe ich mal, weil ich kann meine Maus ja noch benutzen. Ich komme aber auch nicht mehr raus. Nein! Um Gottes Willen, jetzt habe ich das Spiel zum... Ah, nee. Ich habe es kaputt gemacht. Was war denn das? Ich habe irgendwas entlockt dadurch. Aber ganz umsonst war es also nicht. Immerhin. Aber trotzdem cool. Doof. Cool. Space Attack. Das Spiel habe ich früher immer gespielt. Nein, wie hast du geschossen, du Depp? Das könnte man ruhig mal irgendwo mitteilen. Aber ich glaube, das geht nicht. Aber wenn ich länger ausweiche, habe ich auch keine Punkte bekommen. Muss doch irgendwie gehen. Warte mal, ich drücke hier jetzt mal die Tasten. Da war ich noch nicht.
Ach, jetzt habe ich's. Ich muss die Leertaste lange drücken. So kurz, dass das... Okay. Jetzt geht's los hier. Jetzt können wir hier mal einen Score machen. Wie wär's denn? Also das hätte ich im Leben nicht erwartet von Black Mirror. Aber ein Ding ist noch da. Naja, die schießen das Zeug. Alles klar. Yeah. Und dann kommen einfach wieder neue. Ah, dieses Geröll kann ich auch zerschießen. Ach, einfach ein bisschen länger drücken auf der Taste, dann klappt das schon. So, jetzt hier noch. Gehen voll ab hier. Jawohl. Oh. Ja, ich weiß nicht, ist das eigentlich am sinnvollsten? Ups. Ich wollte gerade sagen, es ist am sinnvollsten, wenn man immer schön da unten ist. 6000 Punkte habe ich. Okay. Ich werde mich damit jetzt einfach zufrieden geben, weil ist jetzt nicht so geil. Aber schön. Minispiel. Ich liebe Minispiele. Habe ich nochmal was freigeschaltet? Ne, anscheinend bringt das nichts, irgendwie einen Rekord aufzustellen. Einmal spielen reicht. Cool. Schön, dass uns das Spiel noch überrascht hat. Okay. Alles klar, dann jetzt aber wirklich ab mit uns. So. Also, wir haben eine Papprolle, wir haben das M. Und wir haben keinen weiteren Grund, hier zu bleiben, richtig? Aber ich kann da am Auto noch was machen, offenbar. Der Tankdeckel, Oh, das wäre böse. Wenn ich da was sabotieren könnte. Ich kann zwar nicht viel erkennen, aber es riecht, als wäre da noch Benzin drin. Okay. Aber wir wollen doch jetzt nicht irgendwie das in die Luft jagen oder so, ne? Vor allem aus nächster Nähe. Wir haben ja, dadurch, dass wir so lange rumgefällt haben, weiß ich aber, dass wir da eventuell was basteln können. Aber ich glaube nicht, nee, das will er jetzt hier nicht machen. Den Tankdeckel reinschießen hier und selbst in die Luft fliegen. Jawohl, mit der fetten Wumme da. Okay, das ist natürlich Blödsinn. Man kann nicht mit der... Ach, Herr Inventar, ich hasse dich. Hui. Ja, du mich auch. Das M. Die kleine Papprolle. Nee, keine Ahnung. Warum wird mir das angezeigt? Ich kann das Benzin ja auch schlecht rauspumpen oder sowas. Warum? Nein, da geht nur ein halber Liter rein. Das ist zu wenig. Er will anscheinend es wirklich irgendwie da rausholen. Ich weiß zwar nicht, wie er das machen will, aber da bräuchte ich wohl eher einen Kanister oder so, ha? Huh? Hab ja gar nicht das notwendige Zeug dafür dabei. Ach Mann, du gehst mir so auf den Zeiger hier. Okay, die Motorhaube. Da ist eine Beule in der Motorhaube. Könnte von meinem Kopf sein. Tja, wer weiß. Da ist eine Beule in der Motor. Okay, aufmachen willst du es anscheinend nicht. Ja gut, wenn ich die Autoschlüssel habe, dann kann er wenigstens nicht so schnell damit wegfahren, wenn er nicht gerade einen Zweitschlüssel hat. Sehen wir es mal so. Ich hätte das Auto trotzdem irgendwie jetzt sabotiert, wenn er es schon da stehen lässt, nur um sicher zu gehen. Ich meine, vielleicht kann er es ja auch kurz schließen oder so. Aber na gut. Das Spiel wird mir schon sagen, wenn ich noch nicht gehen darf und hier was machen soll. Jetzt erst einmal, weil wir können mit Phil reden. Cool. Die sollte ich lieber unschädlich machen. Phil könnte damit um Hilfe rufen. Okay, die ist kaputt. Gut, darf ich gehen? Einfach ich bin so. Wegen Brandstiftung und Mordes verdächtigt und nur auf Kaution draußen. Da latsche ich doch nicht mit einer Schusswaffe durch die Gegend. Die sollte ich irgendwo verstecken. Das finde ich... doof, aber verständlich irgendwie auch. Zu schade. Da hat man mal Schusswaffen und könnte sich wehren gegen all das, was noch kommt. Und wir legen es wieder weg. Weg mit dem Ding. Ja, ich nehme an, von der Schrotflinte... Die andere Waffe entsorge ich gleich mit. Ja, na klar.
Das wäre erledigt. Gut, da du die Schlüssel jetzt bei dir lässt... Jetzt sollte ich Murray mal etwas auf den Zahn fühlen. Alles klar, gut, die Schlüssel sind noch bei uns, sehr gut. Also wie gesagt, mit dem Auto und dem Tankdeckel... Es klingt so, vielleicht brauchen wir später Benzin, vielleicht. Aber da fehlen uns definitiv ein paar Sachen. Ja, und das sage ich bei meinem Inventar, das ist fast schon verrückt. Mal wieder Murray anmotzen. Ah. Ich frage mich, was das bringen soll. Entweder streitet er wieder alles ab. Und selbst wenn er es zugibt, was bringt's? Der falsche Hund, ey, ist aber echt hinter jedem Scheiß dahinter. Hätte ich echt nicht gedacht, dass er selbst dafür verantwortlich ist. So ein richtiger Schweinehund geworden, der Murray. Fast schon übertrieben, dass er für alles verantwortlich ist. Also fast alles. Am Ende kommt raus, dass er für den Fluch auch verantwortlich ist. Sein Ur-Urgroßvater. Wollte ich hier hin? Ach ja, ich muss ja dahin um Richtung Hotel, ne? Schön, im Wald ist nichts passiert, trotz der Dunkelheit. Wir haben ja auch gar kein Zimmer mehr, ne? Wir haben nach dem letzten Streit mit Murray haben wir auch ausgecheckt, sozusagen. Ja, oh Mann. Ich hoffe, er kann sich zusammenreißen. Wobei, wenn wir mit der Mordserie fortführen sollten, dann wäre ich absolut für Murray. Ah, Mr. Michaels. Hatten Sie einen angenehmen Tag? Mr. Michaels? Bild. Wieso nennen Sie mich nicht Mr. Feuerteufel? Ich weiß, dass Sie mich gern so bezeichnen. Ich weiß auch, dass Sie mich überwachen lassen. Dass Sie einen perversen Waffennarr auf mich angesetzt haben, der eine Menge Leichen im Keller hat. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Mr. Michaels. Geht es Ihnen nicht gut? Sie wirken ein klein wenig angespannt. So werden Sie auch gleich wirken. Ich habe nämlich dummerweise einen Brief gefunden, der alles belegt, von Ihnen selbst geschrieben, an einen gewissen Phil. Sie sitzen ganz schön in der Scheiße, wenn ich damit zur Polizei gehe. Also gut, Mr. Michaels. Ich kann auch anders. Wie Sie diesem Brief wahrscheinlich schon entnommen haben, bin ich im Besitz einiger für Sie äußerst brisanter Fotos, für die ich sehr viel Geld bezahlt habe. Wollen Sie wissen, was darauf zu sehen ist? Was soll darauf schon zu sehen sein? Ich bin vollkommen unschuldig. Sie, Mr. Michaels, sind darauf zu sehen. Sie, wie Sie aus dem brennenden Schloss stürmen. Hatten Sie nicht zu Protokoll gegeben, dass Sie am Tag des Brandes gar nicht im Schloss waren? Was wohl der Richter dazu sagen würde? Ich befürchte fast, das wäre Ihr Todesurteil. Und stellen Sie sich vor, ich könnte selbst daraus noch Profit schlagen. Mutiger Hotelier überführt Brandstifter. Ich habe sie in der Hand, Mr. Michael. Damit kommen Sie nicht durch. Ich werde Sie wegen Erpressung anzeigen. Natürlich. Ein armer Spinner aus Amerika kommt nach England, bringt ein halbes Dutzend Leute um und beschuldigt danach einen ehrbaren Hotelier der Erpressung. Wachen Sie auf. Sie stehen ganz weit unten. Tun Sie, was ich Ihnen sage, dann bleiben Sie zumindest am Leben. Wir werden sehen, wer hier am Leben bleibt. Du Wurm! Verdammt! Das brennt! Ich wollte ihn umbringen. Ich wollte ihn wirklich umbringen. Und ich hatte keine Skrupel, es hatte etwas Befreiendes. Was ist los mit mir? Das bin nicht ich! Erst diese Visionen und jetzt wird es zur Realität. Das ist nicht gut, Adrian. Das ist überhaupt nicht gut. Die Medikamente. Ich sollte sie öfter nehmen. Okay, ganz ruhig. Jetzt bloß nicht die Nerven verlieren. Murray hat mich gereizt. Da kann man schon mal ausflippen. Es ist ganz natürlich. Nichts Besonderes. Passiert jedem mal. Kommt in den besten Familien vor. Nein! Es kommt ganz besonders oft in meiner Familie vor!
Es ist dieser beschissene Fluch oder was auch immer. Da helfen auch diese verdammten Pillen nicht. Oder doch? Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Victoria könnte mir vielleicht helfen. Sie weiß doch alles über unsere Familie und diesen Fluch. Aber sie glaubt mir nicht. Kann man es ihr verübeln? Nein, ich fange selbst an mir zu zweifeln. Okay, ganz langsam. Was werde ich tun? Wenn der Kerl jetzt zur Polizei rennt, bin ich geliefert. Diese Fotos. Ich muss diese Fotos finden und vernichten. Dann hat er nichts mehr gegen mich in der Hand. Ein Problem weniger. Okay, das war eine sehr spannende Szene gerade. Zum einen die Unterhaltung. Murray hat tatsächlich an dem besagten Tag Fotos gemacht oder Fotos machen lassen. Unglaublich, ey, was der auch für ein Glück immer hat. Denn es stimmt, wir waren natürlich im Schloss und sind ja dann rausgerannt in Richtung, Finale oder so. Aber, ja, okay, das ist natürlich sehr belastend für uns. Und ich hoffe, er hat die Fotos nicht dabei und rennt damit zur Polizei. Das wäre jetzt richtig blöd. Andererseits, wenn wir die jetzt finden und vernichten, dann könnten wir den Brief der Polizei zeigen, so rein theoretisch. Nur, was würde die Polizei schon groß dagegen tun, ne? Die haben uns ja eh auf dem Kicker. Okay, also, wie dem auch sei, zum Glück ist jetzt nichts Schlimmeres passiert. Wobei, ganz ehrlich, bei Murray hätte ich es jetzt nicht so schlimm gefunden. Aber nein, es ging nochmal gut. Wir müssen jetzt Fotos finden. Ich wette, das Ding da verletzt sämtliche Persönlichkeitsrechte. Aber Murray scheint das vollkommen egal zu sein. Natürlich. Ich wette, das Ding da verletzt sämtlich. Okay. Wollen wir es kaputt machen? Ist doch doof, oder? Ich würde es jetzt einfach kaputt machen. Kostet Murray Geld? Ich bin kein Brandstifter. Ach ja, da war ja was. Mensch. Ja gut, dann mach's halt nicht kaputt. Dann lass es da stehen. So, die Fotos. Die wird er bestimmt gut aufbewahren. Wir sollten am besten mal in seinem Büro nochmal schauen. Da konnten wir uns das letzte Mal ja eh nicht so richtig umschauen. Das ging dann alles Schlag auf Schlag. Und wir haben ja jetzt die Möglichkeit, ne? Gucken wir doch nochmal. Ich wette, er hat die Fotos irgendwo in seinem Büro. Okay. Hier können wir uns jetzt endlich mal in Ruhe umschauen. Das letzte Mal ist er nur zum Schreibtisch gestürmt. Das scheint wohl ein Porträt von Murray selbst zu sein. Persönlich in Öl. Was ein richtiger Geschäftsmann ist, der hängt sich selbst im Büro auf. Wunderschön. Bestimmt noch aus Sanatoriumszeiten. Gefüllt mit fiesen Giftmischungen. Mal sehen. Nein, noch viel schlimmer. Das Ding ist voller Cremedosen. Liftaktiv Super Moistly für den Mann ab 40. Ach herrje, Marys geheimes Antifaltendepot. Ach Mary, dem Alter entkommst du nicht. Entweder ein Uraltfabrikat oder eine Attrappe. So, also von den Cremes wollte er nichts mitnehmen. Hier auch nicht. Ist hier was? Nein, okay. Höchstwahrscheinlich ist es irgendwo bei den Schubladen. Da gucken wir zum Schluss. 1000 Tipps für den Erfolg. Kunden als Mittel zum Zweck. Steuern sparen für Manager. Das passt zu Murray. Ja, so zwischen den Büchern könnte man auch gut Fotos verstecken, Kisten aber nö. Kisten voller Plastikmesser und Mörderpuppen. Yay, dein Merchandise. Ist es nicht toll? Gut, der Stahlschrank, der sieht aber auch ziemlich gesichert aus. Ein großer Stahlschrank. Wenn Murray etwas Wichtiges aufbewahrt, dann ganz sicher da drin. Ist das ein Zahlenschloss? Wahrscheinlich. Dann heben wir uns das noch auf. Die Wand hat drei Nischen. In der mittleren steht ein dicker Stahlschrank. In den anderen beiden Bücherregale. Ja, gucken wir uns mal das zweite Bücherregal an. Anscheinend darf ich das gar nicht. Und diese Staffelei, ist das vom Hotel gemalt? Murray's Baby. In Öl. Scheint so sein Hobby zu sein, ha? Zu malen. Murray.
Marys Hotelier-Diplom. Wenn das echt ist, dann bin ich wirklich Darren Michaels. Marys Hotelier. Okay. Ich weiß ja nicht, vielleicht war er, wie gesagt, im Teil davor war er ja eigentlich noch relativ normal zu uns, ne? Da war er zwar auch schon profitdenkend, aber noch in einem halbwegs normalen und legitimen Sinne. Hunderte von Seelenschlüsseln aus Plastik. Ob Murray sich da nicht ein bisschen verrechnet hat? Ah, der Boom kommt zurück. Murrays Zukunftspläne. Ich tippe auf einen Gordon-Vergnügungspark. Eine Wildwasserbahn mit Kunstblut statt Wasser und man fährt in einem Sarg. Also das fände ich stylisch. Das wäre doch mal was. Naja, aber ich glaube, so hoch ist das Budget jetzt auch nicht, das Murray hier bekommt. Ich glaube zwar nicht, dass Murray den Schlüssel für den Schrank hier aufbewahrt, aber ich muss ganz sicher sein. Was haben wir denn da? Einen Flyer, der in meinem Inventar verschwindet. Das ist eine Bedienungsanleitung für den Stahlschrank. Interessant. Wenn Sie Ihre Kombination vergessen haben, auf der Rückwand ist die Seriennummer eingestanzt. Notieren Sie sich diese und rufen Sie folgende Nummer an. 01473 / Seriennummer plus die letzten beiden Ziffern Ihres Geburtsjahres. Eine automatische Auskunft wird Ihnen dann Ihre Kombination mitteilen. Aha. Das ist ja interessant. Die Seriennummer und... Das heißt, ich brauche das Geburtsjahr von Murray, höchstwahrscheinlich. Und ich muss irgendwie hinter diesem Schrank gucken. Hier sehen wir es auch nochmal. Das Sicherheitsschloss ist da. Der Drehknauf, Belüftungsschlitze, ja gut. Die Schrankfüße mit Befestigung. Vielleicht kann ich die lockern. Made in UK. Der SHTB 9000. Na gut, okay, also wir wissen Bescheid. Ein Telefon haben wir ja nebenan. Wäre ja nicht das Problem. Wir müssen nur die Seriennummer und das Geburtsjahr herausfinden. Na, das nenne ich Service. Dann brauche ich nur noch Marys Geburtsdatum und die Seriennummer. Okay, haben wir schon mal einen Plan. Das ist gut. Ich sehe sonst noch etwas, bevor ich mich an den Schrank mache. Da ist auch das Telefon schon. Mir fehlen noch die Seriennummer und Marys Geburtsjahr. Ich weiß, ich weiß. Das steht doch bestimmt auf dem Diplom, oder? Hier steht doch bestimmt Marys Geburtsdatum drauf. Da ist es ja. 1942. Ganz schön alt, der Sack. Ja, das scheint die Antifaltencreme ja zu helfen. Gut, Freunde, wie wir jetzt an die Seriennummer kommen, das sehen wir aber erst das nächste Mal, wenn es hier spannend weitergeht mit Let's Play Black Mirror 3. In diesem Sinne, bis denne.